Ich warte nur drauf, dass gleich einer ausrastet. Jojojo, Leute, was geht ab? Euer Harzwader hier am Start. Ich bin heute mal wieder nach langer, langer Zeit hier oben bei uns am Spot. Wollte mich eigentlich nur mit so zwei Mofa-Jungs treffen, die da vorne auch fahren, mit den Herkules-Mofas, aber irgendwie kam dann jede 5 Minuten irgendwer Neues dazu. Ja, jetzt ist das hier so eine ganze Truppe. Irgendeins von den beiden Mofas werde ich nachher noch fahren, auf jeden Fall. Aber so eine Herkules-Mofa ist schon verdammt geil, Mann. Ich will auch unbedingt eine haben. Das war ihn gerade richtig riskant. Stell dir vor, da wäre irgendwas passiert, wäre da voll hinten ins Auto reingekracht. Wenn ihr Bock auf ein Mofa-Video habt, schreibt unten mal einfach Hashtag Mofa rein. Die Herkules ist auch geil. Genau so eine hat mein Vater auch noch unten im Keller stehen. Aber die ist halt komplett restaurierungsbedürftig. Also die wir zu Hause stehen haben, die sieht echt gut aus. Und da kommt der nächste. Guck mal, geiler Merch, oder? Ist das geiler Merch? So, die wollen jetzt irgendwas hier holen. Ich will mir eigentlich nichts holen, ich wollte eigentlich nur mitfahren. Und der hat auch geilen Merch. Den Merch werde ich euch unten mal verlinken. So, die kamen jetzt alle auf die geile Idee, nach McDonald's zu fahren. Und dass wir dann alle durch McDrive zimmern. Ich bin mal gespannt. Ich wollte das schon immer mal machen, also ich habe das ja auch vorgeschlagen. Also wenn jetzt uns die Polizei entgegenkommen würde, die würden uns safe anhalten. Und heute habe ich keine Papiere dabei. Doch, ich habe die dabei. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das wird jetzt was. Ich bin gespannt. Oh, eine schöne Aprilia. Was hat der für eine Halterung da zusammengebastelt? Er macht ja die ganze Zeit Terror. Das ist aber auch so ein Tacconi. Was? Ich bin ja auch schon mal gefahren, die Karre mit dem Tacconi-Auspuff. Voll geil. Ja. Er eskaliert vollkommen. Achso, die Mofa-Jungs fehlen noch. So, wir fahren jetzt McDonald's. Ich finde die Idee total bescheuert eigentlich. Er versucht zu bestellen. Alter, der hat ehrlich bestellt da, krass, Mann. Bitte? Die hört doch gar nichts. Was ist mein Spiegel, das ich mir nicht mitgehe? Was? Was ist mein Spiegel hier? Was soll ich da draufschreiben? Ja, da drauf einfach. Harzi! Ja. Ja, danke. Guck mal, jetzt stehen sie alle da. Das ist verrückt, Mann. Mit wie vielen? Ich würde jetzt zu gerne jetzt so einen Burnout machen, aber ich glaube, das gibt nur unnötig Ärger. Junge, hier stinkt das nach Zweitaktöl. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, alles Zweitakter, bis auf die Yamaha da. Das ist eine Viertakter. Er holt auch alles raus, die ganze Zeit da.
Und die McDonalds-Mitarbeiterin, die ist schon richtig genervt, ey, so wie die schon guckt. Aber verständlich, ne? Hey, yo! Er hat 200 Kubik, hat er. Das ist ein 50-Kubik-Zylinder, aber guckt mal, wie riesig der ist. Der Roller quält aber echt doll. Ich warte nur drauf, dass gleich einer ausrastet. So was Bescheuertes. Oh oh. Sie rastet aus, Alter. Ich muss ja seinen Kram nehmen, weil er kein Helmfach hat. Okay. Alles easy. Ich warte unten an der Brücke. Ah, ich warte da vorne. Junge, sie raged voll rum da, Junge. Ja, eigentlich schon, aber dann rastet die. Dann rastet die aber richtig aus. Ich sag ja, die jungen Leute sind nur am Eskalieren. Geil aus der Mercedes. Jo. Ja, und der Ford hinterher. So, lasst zum Spot fahren. Schreibt den einfach, die sollen da hinkommen. Ich habe keine Lust, hier mal ewig rumzustehen. Ich konnte ja auch nichts dafür, dass ich aus McDonald's geworfen werde. Alter, da ist die Mitarbeiterin von McDonald's aber richtig abgegangen. Die war richtig wütend, aber ich kann das auch ganz gut verstehen. Ich meine, wir waren jetzt so gute 6, 7, 8 Leute und alle spielen am Gashahn rum und besonders der eine mit seiner 125er, Junge, hat ja wirklich richtig übertrieben. Da kann ich erst verstehen, dass sie mega sauer war und das war noch zum Freitagnachmittag hin. Aber naja, wir werden jetzt wieder zurück zum Spot fahren. Da werde ich noch ein bisschen abchillen und ja, ich denke mal, dann werde ich ein Mofa-Video machen. Ich hoffe, euch hat der Vlog hier gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Also bis dahin, ciao, ciao und tschüss. Achso, zum Roller wollte ich nochmal sagen. Jetzt bin ich die ganze Zeit mit dem Roller gefahren, aber habe dazu nichts gesagt. Da ja viele gefragt haben, was war denn jetzt eigentlich mit dem Roller? Wie ich schon vermutet habe, es lag einfach daran, dass eine falsche Zündkerze drin war. Genau deswegen lief der nicht. Ich habe jetzt einfach eine neue Zündkerze reingemacht und auch die richtige, die da reingehört. Und seitdem läuft er auch wieder 1A. So, aber jetzt bin ich weg. Ciao, ciao, tschüss.